Saubere Landung. Dieser Flieger ist 100% emissionsfrei unterwegs. Statt Verbrennermotor sind Batterien verbaut. Zum ersten Mal landet an Niedersachsens größtem Flughafen ein vollelektrisches Ultraleichtflugzeug. Pilot Uwe Nordmann hat den E-Flieger gut im Griff. Ich bin ständig beschäftigt, weil ich versuche, die Energie auszunutzen. Das heißt, wenn Aufwind kommt, dann halte ich nicht einfach die Höhe wie der Normalflieger, sondern ich ziehe kräftig hoch und fliege langsam. Und wenn es wieder runter geht, drücke ich kräftig nach und fliege schnell. In der Luft gewinnt die E-Mobilität immer mehr an Bedeutung. Aktuell liegt die Reichweite des flotten Fliegers bei 300 Kilometern. Die Ladezeit beträgt 150 Minuten. Die Premierenlandung am Hannover Airport soll zeigen, wie weit die nachhaltige Luftfahrt mittlerweile ist. Es gibt eine Reihe von Firmen, die elektrische Flugzeuge für Kurz- und Mittelstrecken planen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass mit dem Verbessern der Batterietechnik, was die nächsten Jahre passieren wird, dann eben auch elektrische Flüge lärmfrei möglich werden. Der Flug im E-Betrieb beginnt auf Norderney. 2 Stunden später dann die Ankunft am Flughafen Hannover. Für Airport-Geschäftsführer Mike Blötz soll dies nicht die letzte Landung eines E-Flugzeugs gewesen sein. Wir werden das als Flughafen unterstützen, werden mit der nötigen Infrastruktur in den nächsten Jahren so aufrüsten, dass die Elektroflieger, die dann eingeflottet werden von den Privatpersonen, von den Unternehmen in der General Aviation, bei uns entsprechend auch ein Zuhause finden werden. Diese Chance lasse ich mir nicht entgehen. Die Initiatoren bieten mir spontan einen Rundflug an. Uwe Nordmann ist ein erfahrener Pilot. Ich fühle mich wie ein Pionier der E-Luftfahrt. Vor allem in dieser kleinen Maschine fühlt es sich so direkt an. Und man muss dazu sagen, es ist auch wesentlich leiser, weil natürlich hinten mit der Batterie ist kein lauter Motor dabei, sondern man kriegt viel mehr von der Umgebung mit. Die Landung in Hannover ist ein Zwischenstopp. Der Elektroflieger ist auf dem Weg nach Baden-Württemberg. Wann die großen Airlines auf E-Antriebe setzen, ist ungewiss. Einen Vorgeschmack darauf gab es heute. Man hat wieder mal gesehen, dass wir alles haben. Mit dem, wie der wirklich.